Ja, im modernen Verständnis von Public Relations geht es darum, Meinungsbildungsprozesse zu managen. Und Werbung ist auf den Absatzerfolg in erster Linie ausgerichtet, also Werbung soll verkaufen. Und dann geht es natürlich auch noch um die Form des Wie und natürlich auch des Wo. Und Werbung bedient sich in aller Regel, von Ausnahmen natürlich auch mal abgesehen, aber bedient sich des gekauften Medienplatzes. Das heißt, wenn Sie Werbung schalten, dann wählen Sie beispielsweise eine Anzeige in einer Zeitschrift oder in einer Tageszeitung. Sie schalten einen Werbespot im Werbeblock, privat oder öffentlich-rechtlich, oder Sie schalten einen Funkspot. Sie bezahlen für die Zeit, die Sie dann nutzen, um Ihre Werbebotschaften entsprechend zu platzieren. Und Public Relations bedient sich in erster Linie ja der redaktionellen Berichterstattung. Das heißt mit anderen Worten, der Weg der Information hin zum Rezipienten, zu den Stakeholdern, zu den Zielgruppen ist ein etwas anderer und wesentlich journalistischer geprägt, als das die klassische Werbung kann. Obwohl man muss heute sagen, die Grenzen verschwimmen und man geht eigentlich eher davon aus, dass man Lösungen, Kommunikationslösungen anbietet und nicht nur in Silos denkt, in Disziplinen. Naja, das setzt sich natürlich in der Argumentation ein Stück weit fort. Ein Werbefilm, der wird in aller Regel im Werbeblock gesendet. Das ist also das gelernte Format, wo Werbung geschaltet wird. So, und ein PR-Film kann ja ganz woanders eingesetzt werden. Den würde man ja niemals im Werbeblock senden, weil dann würde der ja nicht als PR- oder Informationsfilm angesehen, sondern eben auch als Werbung, nur eben auf eine andere Art. Und insofern ist die Zielsetzung, die das Thema Public Relations verfolgt, eine etwas andere. Hier geht es um Information, hier geht es um Meinungsbildung und natürlich auch darum, dass in einem PR-Film natürlich auch transparent der Absender der Botschaft, der ja mit seinen Botschaften durchdringen will, natürlich auch kenntlich gemacht wird. Weil sonst ist es Schleichwerbung und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Es gibt gute und schlechte Filme. Und ob die nun Werbespots sind beispielsweise oder PR-Filme, das ist erstmal, wäre für mich jetzt im Moment nicht das Kriegsentscheidende. Ja, was soll ein Film machen? Ein Film soll natürlich Folgendes machen, soll ein Thema transparent machen, soll ein Thema glaubhaft, überzeugend rüberbringen und soll letztendlich bei den Menschen, bei den Zuschauern den Kopf aufmachen und das Herz erobern. So, und da gibt es natürlich Parallelen zu Werbespots auch, aber ein guter PR-Film ist natürlich, wenn er gut gemacht ist, ist er schon journalistisch geprägt und letztendlich richtet sich auch an diesen meinetwegen Magazinformaten oder ähnliches natürlich auch aus. Und was mir da so zum Beispiel einfällt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da gibt es von der Allianz eine Serie, die heißen Reflections on Risk. Und dabei geht es darum, dass da eben ganz bestimmte prominente Zeitgenossen ihre Einstellung zum Thema Risiko erzählen. So, wäre das jetzt ein Werbespot, dann wären das keine authentischen Menschen, also keine, ich sage mal, Prominente, es sei denn, sie wären dafür eingekauft, sondern das wären Schauspieler, die da einen Text auswendig lernen würden und den auch aufsagen würden. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und wenn man sich mal Untersuchungen ansieht, dann kann man feststellen, oder diese Untersuchungen weisen aus, dass die Glaubwürdigkeit von Werbebotschaften um ein Vielfaches geringer ist als das Thema redaktionelle Berichterstattung. Das glaube ich nicht. Also gerade im Internetzeitalter ist das, glaube ich, nicht mehr das unbedingte Thema. Und am Ende des Tages geht es, glaube ich, ehrlich gesagt um die Vermittlung von Botschaften, also um das Wie. Und ob das nun ein Film ist, der jetzt, ich sage mal, nach Filmhochschule preiswürdig wäre, das, meine ich, muss nicht unbedingt sein. Und da ist sicherlich weniger häufig auch mehr. Als ich vor etlichen Jahren angefangen habe in diesem faszinierenden Beruf, da gab es den Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn man das jetzt mal auf die Bewegtbildkommunikation überträgt, das ist ja nichts anderes letztendlich, das sagt ja auch schon der Name Bewegtbild, vorher war das ein Foto, jetzt bewegen sich die Bilder und werden vielleicht sogar, wenn das gut komponiert ist, zu einem Film, dann würde ich einfach mal sagen, wenn ein Bild mehr als 1000 Worte ausmacht, dann ist ein Film mindestens mehr als 2000 Worte. Also insofern finde ich, ist das die konsequente Fortsetzung und da gibt uns ja die Technik jede Menge Möglichkeiten. Das war ja früher viel, viel aufwendiger und insofern denke ich, wird das Thema Bewegtbild eine große Zukunft vor sich haben, weil natürlich auch die ganzen technischen Voraussetzungen ganz, ganz andere geworden sind und das eben letztendlich relativ einfach machbar ist.